nachdenkliche, bedächtige, fast ins Literarische lappende Sendung habe ich eigentlich diese Woche machen wollen. Und dann wurde bekannt, dass Nico Pelinka als Büroleiter von ORF-Generaldirektor Alexander Vrabetz installiert werden soll. Also schon wieder muss ich mich aufregen. Es ist wirklich zum Ärgern. Also wie verrückt ist das denn? Da wird der, nein, ich sage das jetzt ganz neutral, junge Mann, erst einmal Leiter des SPÖ-Freundeskreises im ORF-Rat, also Sie wissen schon, in diesem Rat da. Und dann begegnet man Gerüchten, er könnte ganz in den ORF übersiedeln mit wortreichen Dementis. Da sei ganz sicher nicht dran gedacht, aber ganz ehrlich, ganz sicher nicht. Nur um einen Tag vor Weihnachten, am Nachmittag, bekannt zu geben, er wird jetzt Schreibtischjunge beim ORF-Chef. Wenn man sich das so brillant ausdenkt, am Tag vor Weihnachten, da gibt's kurz Aufregung, aber dann bis zum 27. erscheinen eh keine Zeitungen und wenn die wieder erscheinen, hat sich das alles wieder gelegt. Und dann ist man im Kreis von Lauras Sternsingern ganz traurig und beleidigt, dass es da trotzdem viel mehr Aufregung gibt. Ein Shitstorm ist das, ganz ungerecht, aber total ungerecht ist das. Also, liebe Freundinnen und Freunde in der Löwelstraße, wie heißt eigentlich das Paralleluniversum, in dem ihr lebt, dass ihr glaubt, mit sowas durchzukommen, dass ihr nicht versteht, dass das nicht geht und dass ihr nicht versteht, welchen Preis ihr damit bezahlt, dass ihr die Leute damit massenhaft gegen euch aufbringt. Und da ihr das offensichtlich wirklich nicht versteht, weil ihr schon so einen Tunnelblick habt, unfassbar dieser Tunnelblick, wie der Honecker früher in Wandlitz, der überhaupt nicht mehr begriffen hat, was im Land vorgeht und warum es vorgeht. Deswegen erkläre ich euch das jetzt. Weil der Honecker, der hat einen Nachteil gehabt, dem hat niemand mehr irgendetwas erklärt. Aber ihr habt es gut, ihr habt mich und ich erkläre euch, was vorgeht außerhalb eurer Parallelwelt und was die Menschen denken und wie sie ticken außerhalb von eurer Parallelwelt. Also erstens, das geht schon grundsätzlich mal überhaupt nicht, dass einer Chef des SPÖ-Freundeskreises im ORF ist und dann von dieser Position direkt an eine Schaltstelle des ORF hüpft. Aber jetzt sagt ihr vielleicht, neunmal klug, na Schaltstelle, Schaltstelle, aber darf es denn nicht sein, dass jemand, der mal für eine Partei gearbeitet hat, Büroleiter im ORF wird? Ist ja nur Büroleiter, sagt ihr. Aber er ist ja nun mal nicht irgendeiner, der irgendwann mal irgendwo für eine Partei gearbeitet hat, sondern er ist de facto der ORF-Beauftragte der Parteizentrale. Und er wird, da kann man wohl sicher sein, den Job des Büroleiters jetzt nicht als Sekretär oder als Tipse anlegen oder als einer, der die Telefonate durchstellt oder nur den Terminkalender streichelt. Und er sollte doch gar nicht versuchen, damit anzufangen, das den Leuten weiß zu machen. Denn dann sagen die Leute, wie dumm halten die uns eigentlich, dass sie glauben, sie könnten uns für so dumm verkaufen. Und das muss man natürlich auch dazu sagen. Wenn das jemand wäre, der in seinem Leben schon etwas für andere Erkennbares geleistet hat und irgendwelche erkennbaren Kompetenzen und Qualifikationen hätte, dann ließe sich das vielleicht argumentieren. Aber beim Nico Pelinka eben nicht. Und jetzt sagen wir mal, das ist ungerecht. Das sind alles Vorurteile, dass der Nico Pelinka als Protektionskind von Werner gilt, also so in der Öffentlichkeit, als Personifizierung von dieser Buberl- und Mädelpartie, ohne Wissen, ohne Kompetenzen, ohne gefestigte Überzeugungen, nur am schleimigen Fortkommen und glitschigen Spin-Doctorship interessiert. Der sein Hochkommen dem Umstand verdankt, dass er mittelmäßigen Leuten das Gefühl vermittelt, er sei noch mittelmäßiger als sie und damit keine Gefahr für sie. Unter uns, so denken ja alle Leute, abgesehen von euren 16 besten Freunden, so ist das nun einmal. Hat ja keinen Sinn, da herumzureden, auszusprechen, was ist, ist ja eine Vorbedingung, um zu klaren Urteilen kommen zu können. Aber wie gesagt, nehmen wir also an, all das, was alle Leute denken, wären ungerechte Vorurteile. In Wirklichkeit ist der Blitz gescheit, ein linksliberaler Theoretiker, ein kleiner Kreisky sozusagen. Also, ich nehme das ja nicht an, dass das so ist. Ich nehme eher an, die Wirklichkeit ist ein bisschen näher am Vorurteil. Aber ich weiß das auch nicht so genau. Ich kenne den Nico Pelinka nicht gut genug. Aber nehmen wir nur mal an, es wäre so. So for the sake of the argument gewissermaßen. Dann wäre das ja trotzdem und erst recht sehr, sehr dumm. Gerade so jemand, der nun mal so ein Image hat. Egal wie die Wirklichkeit ist, an solch eine Stelle zu setzen. Weil man eben, und das weiß man eben schon vorher, einen Aufschrei provoziert.
weil man sich einem unnötigen Image-Debakel aussetzt, weil man seinen ärgsten Feinden Argumente liefert und denen die Leute zutreibt, weil man mit solchen Kopfschüttelaktionen Wasser auf die Mühlen vom Strache leitet, weil man Wasser auf die Mühlen jener Leute leitet, die ohnehin alle Politiker verachten und für mafiöse Gestalten halten. Und wenn ihr denken könntet, hättet ihr das bedenken müssen. Und angenommen, wieder angenommen, den besten Fall, nehmen wir an, Nico Bellinger ist tatsächlich kein schleimiges Karrierebürscherl, das ist alles nur ein Vorurteil, sondern in Wirklichkeit ist er ein grundsatzorientierter Sozialdemokrat, der nichts anderes im Sinn hat, als die Sache der demokratischen Linken vorwärts zu bringen. Und klug ist er auch. Müsste er dann nicht selber folgende Überlegung anstellen? Ich habe nun eben dieses Image. Ich gelte nun einmal als Symbol, gemeinsam mit der Laura, für die inhaltliche Auszehrung und intellektuelle Unterirdischkeit der Faymann-SPÖ. Es ist deshalb sinnvoller, wenn ich ein, zwei Jahre ein bisschen unauffälliger agiere und den Leuten mal beweise, dass ich ernsthaft arbeiten kann und mich vordrängen, das tue ich jetzt auch mal nicht, weil ich damit meine Partei nur beschädige. Und das will ich doch nicht als grundsatztreuer Sozialdemokrat, meine Partei zu beschädigen. Sollte er sich doch denken. Weil ich meine, für parteischädigendes Verhalten wird man ja normalerweise degradiert und nicht auch noch befördert. Und wenn er sich das schon nicht selber denkt, dann könnte ihm doch mal jemand dabei helfen, solche pragmatischen und vernünftigen Gedanken zu entwickeln. Und weil das mal wieder niemand tut, muss das jetzt wieder ich machen. Dankeschön. Und dann hört man aus den Kreisen des Kanzleramts und der SPÖ-Parteizentrale das Argument, darf der ORF-Generaldirektor nicht selbst entscheiden, wer sein Büroleiter wird? Und dazu gibt es natürlich mal zwei Dinge zu sagen. Erstens, klar darf er, der ORF, Generaldirektor darf selber entscheiden, wer sein Büroleiter wird. Mehr noch, auch der SPÖ-Parteivorsitzende darf seine eigene Partei ruinieren. Aber nur, weil man etwas darf, muss man es doch noch nicht tun, oder? Und zweitens ist das Problem halt, dass niemand annimmt, außer den 8 besten Freunden von der Laura Ruderschalt, dass der ORF-Generaldirektor selbst bestimmte, dass Nico Bellinger sein Büroleiter wird, sondern dass dabei andere oder ein paar andere ein bisschen mitentschieden haben. Und das ist ja das Problem. Und wer das nicht begreift, wie unfähig die Wirklichkeit zu begreifen, muss jemand sein, der das nicht begreift. Und was kann man eigentlich von Leuten noch politisch erwarten, die die simpelsten Dinge nicht begreifen? Und die deshalb, was immer sie anpacken, Mist bauen. Und ich bin ja eigentlich ein großzügiger, ein langmutiger Mensch. Ich habe mir das jetzt jahrelang angeschaut. Und ich finde ja, Politiker, vor allem junge Politiker, dürfen auch Fehler machen. Und sie dürfen sogar Fehler am laufenden Band machen, meinetwegen. Ist zwar nicht schön, aber man kann immer noch die Hoffnung haben, irgendwann mal mit der Zeit, wenn sie es ein bisschen lernen, ein bisschen wenigstens. Aber irgendwann mal ist halt der Punkt, wo man sagt, und das muss gar nicht dann der größte Fehler sein. Es reicht, wenn das dann das berühmte Tröpferl ist, das Fass zum Überlaufen bringt, wo man also sagen muss, leider, das war jetzt wahrscheinlich der eine Fehler zu viel. Und wo sich dann meiner Meinung nach die vielen, vielen ordentlichen Funktionäre und Politiker einer solchen Partei die Frage stellen sollten und müssen, wie lange sie eigentlich noch zuschauen wollen, wenn Unfähige ihre Partei ruinieren und kaputt machen. Und deswegen geht das ja uns alle etwas an, indem sie ihre Partei kaputt machen, auch noch dazu beitragen, das Land kaputt zu machen.